Je, der Armor Pro von ePro. Der Mod 101 war schon ein Tube Mod und das hier ist jetzt auch wieder einer. Wir können nichts einstellen, wir haben nur einen Taster, wir haben eine 5-Klick-Abschaltung und das Ganze in 25 mm und ja, mit einer recht hübschen Optik. Und den schauen wir uns heute mal genauer an. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu dem ePro Armor und obendrauf sitzt der Panther auch von ePro aus demselben Haus. Das Ganze ist ein Akkuträger mit seitlichem Taster oben und ja, den schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. ePro war in der Vergangenheit nicht für die beste Qualität bekannt. Es gibt so ein paar Geräte, von denen die ich immer noch ganz gut finde. Das ist der Mod 101. Da gibt es jetzt eine neue Version von. Video hatte ich ja die Tage vorgestellt. Und der Armor, der kam ein bisschen früher raus. Und er besticht natürlich so ein bisschen durch die Optik, weil er ja so diese Kameraoptik von der Oberfläche hat. Und vom Durchmesser her, hier sollen 21700er reinpassen. Meine nicht. Kommen wir gleich noch mal im Fazit zu. Und ja, der Panther ist ein durchschnittlicher Selbstwickel-Tröpfelverdampfer. Nichts Außergewöhnliches, aber auch den behandeln wir heute mal hier im Video. Und ich würde sagen, wir gehen mal runter in die Detailansicht, dann schauen wir uns mal an, was da so alles mitkommt. Ja, und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und zum Dampftest. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Ja, hier haben wir die Verpackung von den beiden Stücken vom Armor Mod und vom Panther RDA. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was drin ist. Ja, beim Panther bekommen wir ein bisschen Papierkram und zwei Coils mit dabei. Dann nochmal die Ohrringe als Ersatz, zwei Schrauben, ein Skunking Pin, Watte und einen Schraubenzieher. Ich drehe den hier mal eben für euch. Das ist hier die Version in Schwarz. Auch den gibt es wieder in verschiedenen anderen Farben. Die blende ich euch hier mal eben ein. Das Gerät hat einen Durchmesser von 24 mm und eine Gesamthöhe von 30 mm von hier unten mit dem Drip-Tip zusammen. Und ja, hier haben wir den Armor Pro. Da ist im Karton nichts mit dabei. Das Einzige, was halt mitkommt, ist eine Adapterhülse, die hier unten schon mal drin steckt für 18650er, so dass wir halt auch noch die hier verwenden können. Auch hier blende ich euch nochmal die anderen verfügbaren Farben ein. Das Gerät wiederum hat einen Durchmesser von 25 mm und eine Gesamtlänge von 90,5 mm. Hier rein passen 21700er, 20700er und mit dem beiliegenden Adapter auch 18650er Akkus. Ja, die Kombi sieht dann entsprechend so aus wie hier. Wir haben oben einen schönen schwarzen Verdampfer drauf, darunter den Armor Mod und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem RDA an. Im oberen Bereich haben wir einen 18er Drip-Tip. Dort können wir aber auch andere natürlich reinpacken. Ich nehme jetzt mal das hier, weil das so ein bisschen dann auch gleich zum Mod passt. Die sollten auch jeglicher Länge hier keine Probleme bereiten. Wir sehen aber, wir haben jetzt nicht mehr so viel Platz unten zum Wickeldeck. Da sind jetzt noch 3, 4 mm und dann ist da Schluss. Wir haben hier vorne den Panther drauf gelasert. Sieht so ein bisschen aus wie der Cheetah. Und dann haben wir auf beiden Seiten die Airflow, die wir natürlich auch nochmal einstellen können. Im Unterbereich haben wir unseren 510er Anschluss. Der ragt weit genug raus, dass man das hier auf einem Hybrid verwenden könnte, wenn man es denn wollte. Hier und das Wickeldeck ist hier relativ simpel aufgebaut. Wir haben hier unsere Befestigung, die mit Schlitzschrauben hier festgehalten werden. Ja, und wie bei einem Velocity Deck haben wir jetzt hier für jeden Draht dann auch die eigene Öffnung. Die Luft kommt hier durch die seitlichen Schlitze direkt unter unsere Wicklung. Wir haben hier relativ längliche Löcher, die von unten nach oben führen. Wir haben hier einen recht leichten Luftzug. Ihr seht das schon, da kommt ganz viel Luft von unten nach oben durch. Und wir haben hier auf beiden Seiten genug Platz, um hier entsprechend auch unsere Watte zu verteilen. Sehen wir auch gleich noch beim Wickeln. Die Topcap wird hier noch von einem O-Ring gehalten. Ist innen drin auch nochmal abgerundet. Muss natürlich auch noch einstellbar sein, deswegen ist das Ganze nicht zu feste. Und sobald da Liquid dran ist, ja, geht das Ganze noch einfacher. Ja, da würde ich mir normalerweise einen zweiten O-Ring wünschen. Ja, aber in dem Preissegment wollen wir da jetzt gar nicht rummeckern. Ja, machen wir den mit den beiliegenden Coils mal eben schnell fertig. Einfach hier reinstecken, auf die Airflow legen. Ich hier schon mal ab.
Und dasselbe mache ich jetzt von der anderen Seite auch nochmal mit der anderen Coil. Dann haben wir die Beinchen schon mal in der richtigen Länge. Wir müssen nicht rumfummeln. Schraube ich das Ganze hier fest. Da wir hier jetzt ein Flachdraht haben, verwackelt sich jetzt hier auch nichts oder verbiegt sich. Dann richten wir das Ganze natürlich noch ein bisschen aus, weil das so noch nicht mittig ist. Hier solltet ihr halt gucken, dass die Wicklung schön mittig zentral über dem Luftloch liegt. Ja, dann müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen ausglühen hier. Gut, und wenn das soweit passt, ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal so. Dann packen wir natürlich noch schnell die Watte da rein. Ich nehme hier wieder meine Super Sorb. Andere Seite auch noch. Kürzen wir das hier schön ein. Und packen die Watte schön nach unten. Auf jeden Fall genug Platz da. Gut, sollte soweit passen. Kann man nicht viel falsch machen. Packen wir hier noch ein bisschen Liquid rein, damit das gleich einsatzbereit ist. Ja, dann packen wir den erstmal wieder beiseite. Ja, beim E-Pro gibt es nicht so viel zu zeigen. Also wie gesagt, wir können hier 21 mm Backus reinpacken oder 18650er mit dem Adapter oder 20700er. Hier haben wir den Batteriedeckel von innen. Da ist auch nochmal angedeutet, wo der Minuspol hin soll. Und der Pluspol muss halt hier nach oben gesteckt werden. Die gängigen Akkutypen passen hier leider aber nicht alle rein. Ich habe zum Beispiel hier die Golisi 21 mm, die passen nicht. Die sind scheinbar zu dick. Die klassischen 20700er von iJoy sitzen hier relativ stramm drin. Also ich würde eher sagen 20700er und nicht 21 mm passen hier rein. Ja, wer weiß. Wir schnappen uns jetzt einfach mal einen 18650er Akku mit dem Adapter. Und dann versuchen wir das Ganze hier mal in Betrieb zu nehmen. Schauen wir uns den Mod nochmal aus der Nähe an. Wir haben hier auf der Seite das Armor draufstehen und das E-Pro. Die Oberfläche sieht so ein bisschen aus wie bei den alten Kameras. Auf der Rückseite haben wir hier diesen Helm. Oben drauf der 510-Anschluss ist gefedert, hier ein bisschen scharfkantig an der Seite, sieht auch recht hübsch aus. Wir haben eine Seriennummer, designt bei E-Pro. Der Knopf hier an der Seite ist ziemlich clicky. Wir haben eine 5-Klick-Abschaltung, 1, 2, 3, 4, 5 und das Gerät ist an. 1, 2, 3, 4, 5 und das Gerät blinkt und es ist aus. Wenn wir im Betrieb sind und hier drücken, während wir feuern, dann sehen wir hier diese grüne Statuslampe und die zeigt uns auch nochmal an, wie voll der Akku ist. Wenn das Ganze hier grün leuchtet, sind wir noch zwischen 100% geladen und 70%. Unter 70 bis 30% wird das Ganze hier gelb und wenn wir nur noch bei 30% sind, wird das Ganze rot und dann schaltet das Gerät irgendwann ab. Wir sind dann ungefähr bei 3,2 Volt. Ja, dann haben wir im unteren Bereich noch die Entgasungslöcher und die CE-Kennzeichen. Und das wäre es eigentlich, was man hiervon sehen kann. Schrauben wir einfach mal den Panther oben drauf. Ja, und dann wechseln wir nach oben und kommen zum Dampf- und Geschmackstest zur Kombi vom Armor von E-Pro und dem Panther. Wow, also geschmacklich ist der Panther nicht schlecht. Ich meine, Verarbeitung brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Die Topcap ist viel zu locker. Ne? Mod fällt ab, wenn ich das da dran festhalte. Der O-Ring ist da, oder die Topcap halt nicht so sauber konstruiert. Zu wickeln war relativ einfach. Zumindest mal jetzt mit den mit den flachen Drähten. Kein Problem, die da zu befestigen und so weiter. Die Airflow funktioniert soweit, macht halt ein pfeifendes Geräusch. Aber geschmacklich ist der echt gut. Extra kaufen würde ich mir wahrscheinlich nicht. Der Armor ist da schon anders. Die Oberfläche ist geil. Wir haben hier so eine Kameraoptik hier. So wie der Lack bei alten Kameras. Wir haben sauber laufende Gewinde.
Mit dem Taster oben erinnert mich so ein bisschen an den Scarabeus von Smoker's Door. Sehr angenehm zu benutzen und zu bedienen. Die Elektronik funktioniert soweit jetzt erstmal. Ich habe jetzt auch noch nicht viel Schlechtes gehört. Was mich hier gewundert hat, dass hier keiner von meinen 21 Minuten reinpasst. Die sollen eigentlich da reinpassen. Zumindest behauptet der Hersteller das. Und ja, bei mir passen ja nur die 20700er rein oder halt jetzt wie hier der 18650er halt mit dem Adapter. Sehr seltsam. Kommt übrigens im Paket nicht so ein schwarzer Adapter für 18650er, sondern so ein kurzer weißer mit. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich den hin habe. Den habe ich irgendwie wieder verschludert. Ist, glaube ich, aber auch nicht so wichtig und nicht entscheidend. Wir haben ein Gerät, was man teilweise, glaube ich, schon für 17 Dollar oder so kriegt in China. Also auch relativ preiswert. Und von daher ist der Mod hier unten zumindest schon mal einen zweiten oder dritten Blick wert. Wir haben halt ein recht kurzes Gerät auch dadurch, dass wir ja jetzt hier nicht viel Elektronik haben, sondern eigentlich nur den Schalter. Ihr habt es gesehen, ich hatte den 101er in 25 mm vorgestellt. Der ist wesentlich länger als die, ich glaube, 90 mm oder so, die der hier hat. Durchmesser von 25 ist natürlich auch geil für Verdampfer wie zum Beispiel. Ich schnapp, whoppala. Ich könnte mir jetzt die Brunhilde mal schnappen, aber ich schnapp mir mal den GT4. Brunhilde kommt noch etwas später. Ich schätze mal so Mitte des nächsten Monats wird es da was zugeben. Und ja, mit dem GT4, schmaler Fuß, muss man sagen, sieht schick aus. Kann man so machen. Ja, das wäre es auch heute von mir zu dem Gerät. Man kann nicht viel dazu erzählen. Es gibt nicht so viel an Features oder so. Ich glaube, ich habe alles gezeigt. Töpfler, ja, so lala, Geschmack sehr gut, aber Verarbeitung halt nicht so der Hit. Und bei dem Mod zu bemängeln halt mit den 21700ern, dass die nicht passen. Aber ansonsten von der Haptik her, von der Optik her und für den Preis auf jeden Fall ein cooles Gerät. Und wenn man Tube-Mod haben möchte, ist es, glaube ich, eine Überlegung wert, weil ja, so viele gibt es von dieser Machart am Markt aktuell nicht. Gut, das wäre es von mir heute. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne dazu unten in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abonnenten seid, geht gerne auf Abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es von mir was Neues gibt. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Dampfen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Tschüss, 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 nochmal Tschüss, eure Dampfwolke. Thank you.